Heute zeige ich dir, wie Schmerz und Hunger zusammenhängen, warum Schmerz multifaktoriell ist und wie sich chronischer Schmerz und akuter Schmerz unterscheiden. Let's go! Ich meine es in 5 Minuten. Warum hast du Hunger? Weil du lange nichts gegessen hast? Weil du Essen riechst? Weil du gestresst bist? Weil du andere Leute essen siehst? Und wie entscheidend ist es, dass du weißt, dass dein Lieblingsessen zu Hause auf dich wartet? Und was löst das in dir aus? Wie du siehst, gibt es mehrere Gründe dafür, die dafür sorgen, dass du hungrig bist. Und wenn du Schmerzen hast, was ist da der Grund? Liegt es daran, dass du einen Bänderriss hast? Oder vielleicht, dass du ermüdet bist, krank bist, schlecht geschlafen hast? Vielleicht hast du eine Entzündung im Körper? Und was ist mit deiner Einstellung? Bist du generell ein positiv gestimmter Mensch oder eigentlich eher gar nicht so? Hast du Angst vor bestimmten Bewegungen? Und was ist mit den Leuten in deinem Umfeld? Wie reagieren die auf dich? Und was hast du sonst für Erfahrungen gemacht, an die du vielleicht denken musst? Auch hier wird deutlich, und du merkst, es gibt mehr als einen einzigen Grund, der das Schmerzverhalten mitbestimmt. Schmerzen können akut sein, das heißt, sie sind gerade eben erst passiert, oder sie sind chronisch, dann bestehen sie schon länger als 3 Monate. Das erste, was nach einer Verletzung passiert, ist die Wundheilung. Die Wundheilung sorgt dafür, dass sich das Gewebe erneuert und neue Gewebestrukturen aufgebaut werden. Je nach Gewebestruktur kann das unterschiedlich lange dauern. Irgendwann, und das ist wahrscheinlich jetzt das Geheimnis, ist die Wundheilung vorbei. Ende, aus, finito. Jetzt ist die Frage, wie hängen Wundheilung und Schmerzen zusammen? Naja, am Anfang schon sehr und am Ende eher weniger. Als Beispiel, Person A hat einen Bandscheibenvorfall vor 2 Jahren erlitten und leidet immer noch unter Schmerzen. Die Wundheilung ist nach 2 Jahren wahrscheinlich vorbei. Person B hat ein MRT-Bild, auf dem deutlich zu sehen ist, dass die Person Arthrose im Endstadium hat, aber sie klagt nicht über Schmerzen. Wie kann das also sein? Wenn wir den Körper jetzt als Maschine betrachten, der rastet und der Ersatzteile braucht, die wir besorgen, dann kommen wir mit dem Gedanken nicht wirklich zu einer Erklärung. Wenn wir den Körper aber als lebendiges Lebewesen betrachten, das von sozialen, psychologischen und biologischen Faktoren beeinflusst wird, dann kommen wir dem Ganzen schon ein bisschen näher. Es kann also sehr gut der Fall sein, dass deine Wundheilung schon längst abgeschlossen ist, du aber solch eine Angst vor bestimmten Aktivitäten hast und den Schmerz schon fast erwartest. Kann aber auch andersrum sein, dass du eigentlich wirklich ein Problem hast im Körper, du aber so entspannt bist und das gar nicht wahrnimmst, dass dein Körper eben auch nicht Alarm schlägt. Schmerz ist ein Alarmsystem in deinem Körper und es reagiert, wenn es denkt, dass du in Gefahr bist. Diese Entscheidung wird aber von mehr beeinflusst als nur von einem Schaden in deinem Körper. Gedanken, Gefühle, Emotionen und Einstellungen zu einer Sache sind wesentlicher Bestandteil davon, wenn es um das Schmerzempfinden geht. Ich meine, was erwartest du von deinem Körper, wenn du 8 Stunden sitzt und du Rückenschmerzen hast? Was will er dir sagen? Genau, beweg dich endlich mal wieder. Und was passiert, wenn du jeden Tag 3 Stunden joggen gehst? Auch da sagt der Körper, okay, chill, das funktioniert nicht, ich brauche eine Pause. Auch da, du hast nichts Krasses falsch gemacht und es ist auch nichts Schlimmes passiert. Der Körper reagiert einfach nur auf das, was du mit ihm machst. Zusammengefasst im Biopsychosozialmodell, welches die momentan aktuellste wissenschaftlich fundierteste Erkenntnis für die Erklärung von Schmerzen bildet. Schmerzen, die akut sind, lassen sich von ihrer Dominanz her häufig in die biologische Säule einordnen und haben mit einem Gewebeschaden zu tun. Schmerzen hingegen, die chronisch verlaufen, haben meistens nur noch sehr, sehr wenig mit einem Gewebeschaden zu tun. Hierbei verschiebt sich die Dominanz eher auf psychologische und soziale Faktoren. Okay, die Take-Home-Points für dieses Video sind: Schmerz ist multifaktoriell und kann viele Gründe haben. Gedanken und Einstellungen sind ebenso wichtig wie ein kaputtes Band und das Biopsychosozialmodell bildet eine umfassende Erklärung, wenn es um das Thema Schmerz geht. Das war's für dieses Video. Danke fürs Zuschauen. Fragen kannst du gerne in die Kommentare schreiben. Teil das Ganze, like das Ganze. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ich meine es in 5 Minuten.